Hallo, heute Teil 2 meines beliebten Videos, My Best Pranks, meine besten Streiche. Ist schon zeitlang her, dass ich den ersten Teil gemacht habe. Wurde immer wieder gefragt, wann kommt der zweite. Jetzt ist es soweit. Hier habe ich noch einen Hauptdarsteller von Teil 2, den Bienenstich. Den werdet ihr gleich wiedersehen im nachfolgenden Filmchen. Bleibt dran, bis gleich. Also, jetzt kommen wir zu Teil 2 meiner besten Streiche. Der Austausch von Zucker gegen Salz ist immer ein Klassiker. Heißt Zucker entfernen, Salz auffüllen, erwischt garantiert immer dieselben, immer ein Lacher. Die Sache kann man natürlich mit dem Zucker auch noch anders drehen, man nimmt Süßstoff und tut Süßstofftabletten in den Zucker rein. Irgendeiner erwischt sie nachher, unerträglich süß. Kann man eigentlich nicht mehr trinken. Weiter geht's. Der Tausch von Etiketten von Teebeuteln. Beliebt ist ja der schwarze Tee. Gehasst wird Anis und Fenchel. Also tauscht man die kurzerhand Etiketten runtergerissen. Was immer lecker ist, ist der Anis-Fenchel-Tee. Den mag eigentlich so gut wie keiner. Einfach austauschen. Schon wird aus einem Schwarztee ein Anis-Fencheltee. Ein weiterer Klassiker ist das Verfeinern von Gebäck und Süßigkeiten. Hier nehmen wir mal den Bienenstich. Der eignet sich natürlich aufgrund des Belags besonders. Den mit Meerrettich zu verfeinern. Meerrettich drauf. Wieder zusammengebaut. Natürlich müssen da mehrere gereicht werden. Man muss gleich den ersten guten essen, dann erregt man kein Misstrauen. Dann es gibt ja genug Schnorrer, die immer Zigaretten wollen. Klassiker aus der Schulzeit. Einfach einen Fingernagel abschneiden. Und den Fingernagel in die Zigarette stecken. Gibt ein extrem würziges Aroma beim Rauchen. Schon geht's weiter. Arbeitsschuhe in jeder Werkstatt, in jeder Fabrikation zu finden, was auch ein Klassiker ist, immer Ruß oder zerstoßene Holzkohle in den Schuh. Schwarze Schuhe geben geht übrigens auch. Nach vorne schütteln. Der Kollege trägt ihn den ganzen Tag und abends, wenn er ins Bett geht und zieht, seine Socken aus, rollt schwarzen Fuß und weiß nicht warum. Auch eine ganz tolle Sache. Und jetzt noch was für die Soldaten. Seeleute, das Okular des Fernglases mit schwarzer Schuhcreme einschmieren. Und die Panda-Augen sind garantiert. Das war jetzt Teil 2 meiner besten Streiche. Vielleicht kommt noch mal ein dritter Teil. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer, nachmachen auf eigene Gefahr, eigene Gewehr. Und damit rechnen, dass es mit einem selber auch gemacht wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao.